Wieso hast du dich unter den verschiedenen Möglichkeiten, es gibt ja auch Vektorimpfstoffe, inaktivierte Impfstoffe oder Impfstoffe, zwar noch nicht zugelassen, mit reinem rekombinanten Antigen, ausgerechnet für die mRNA-Technologie entschieden? Im Grunde genommen war mir auch von Anfang an letztlich die Idee, klassisch vorzugehen, sympathischer. Also zum Beispiel mit einem Proteinimpfstoff oder mit einer inaktivierten Vakzine, weil man sehr viel darüber weiß. Es hat sich nun anders ergeben, einerseits aus der Schnelligkeit der Plattformen, die dann zum Start gekommen sind, und andererseits durch die kurzen Dienstwege hier in Tübingen und ja, die große Verbindung, die es schon im Vorfeld gab mit CureVac, dass wir dann hauptsächlich und zuerst auf diesen mRNA-Impfstoff gegangen sind. Dem Ansatz jetzt mit den mRNA-Impfstoffen ist ein Immunisierungsprinzip ein völlig neues Verfahren, das trotz jahrzehntelanger Forschung eigentlich bisher noch nie ein Produkt zur Marktreife gebracht hatte. Was ermutigt dich jetzt, an einem solchen, wenn man so sagen möchte, Experiment teilzunehmen? Ja, das stimmt ganz klar, dass das bis 2020 nicht zu einem Produkt wurde, obwohl es die Anstrengungen schon seit Mitte der 80er Jahre gibt. War ja auch dabei schon seit Jahren, wo es hing und warum es nicht ging. Vielfach war es auch die Finanzierung. Und erst zum Beispiel der Einstieg von Hopp und seine Milliarden hat CureVac überhaupt dazu gebracht, dass sie in der Lage waren, etwas Produktmäßiges zu entwickeln. Und dass es tatsächlich zu den ersten zwei und CureVac hoffentlich der dritte mRNA-Impfstoff jetzt kommen konnte, die es geschafft haben, auf den Markt zu kommen, in Europa eine bedingte Zulassung zu erreichen. Ein Erklärungsmechanismus der unerwünschten, zum Teil auch sehr seltenen, aber lebensgefährlichen, kurzfristig auftretenden Nebenwirkungen der derzeit verwendeten Impfstoffe, das Spike-Protein, ja auch in Endothelzellen, das sind die Zellen für die Zuschauer, die die Gefäße auskleiden, synthetisiert werden und diese Zellen in der Folge dann sozusagen zum Ziel der Angriffe des körpereigenen Immunsystems werden. Muss man das auch beim CureVac-Impfstoff befürchten? Das ist natürlich so. Die Zellen, die Impfstoff exprimieren, werden dadurch auch attackiert. Und das ist bei jedem der Impfstoffe so, auch bei den anderen mRNA-Impfstoffen. Während die natürliche Infektion eine deutlich breitere, das heißt gegen unterschiedliche Bestandteile des Coronavirus gerichtete und lang anhaltende Immunität bewirkt, ist ja die Impfimmunität genau genommen nur gegen das Spike-Protein gerichtet. Ist das für jene Personen, die kein nennenswertes Risiko haben, schwer an Covid-19 zu erkranken oder daran zu sterben, nicht ein Nachteil? Was steht jetzt gegeneinander? Also Impfung einerseits und Erkrankung andererseits oder Infektion andererseits, ja? Ja, da könnte man jetzt überspitzt sagen, bei den Impfstoffen, die derzeit in der Europäischen Union zugelassen sind, ist es so, dass junge Erwachsene und Kinder durch den Impfstoff unter Umständen mehr leiden als durch die Infektion. Wir wissen, dass die allermeisten Infektionen bei Kindern, Jugendlichen und auch jungen Erwachsenen asymptomatisch sind oder so wenig symptomatisch, dass man sie praktisch nicht bemerkt. Und nur die allerwenigsten werden ernsthaft krank. Beim Impfstoff ist es hingegen so, dass bis zu 100% der Geimpften deutliche unerwünschte Wirkungen haben, nicht nur lokale, sondern auch systemische, bei Jungen auch einhergehend, zum Teil mit Fieber, Kopfschmerzen etc. für 1 bis 3 Tage. Also das gegeneinander gerechnet, würde ich sagen, im Moment ist es vielleicht noch nicht gescheit, Kinder und Jugendliche, auch junge Erwachsene zu impfen. Ein weiteres mittelfristiges Problem, das sich derzeit meines Wissens auch noch nicht ausschließen lässt, ist ja die Möglichkeit einer Autoimmunreaktion. Das heißt, dass sozusagen das Immunsystem körpereigene Strukturen angreift. AstraZeneca hat soeben jetzt einen derartigen Warnhinweis zur Schädigung von Blutplättchen veröffentlicht. Ist das ein Hinweis zur großen Sorge?
Das ist besorgniserregend und schon wieder trifft es AstraZeneca, wo von der Impfstoffentwicklung an über die klinischen Studien, die nicht ordentlich gemacht wurden, bis hin auch zur eigentlich schwachen Wirksamkeit eine Negativberichterstattung nach der anderen kommt. Und das ist natürlich besorgniserregend. Es ist aber ein sehr seltenes Ereignis und auch das ist nichts Neues. Wenn die Frequenz nicht hoch ist, würde ich sagen, naja, trotzdem weiter impfen, solange wir nichts Besseres haben. Aber schon jetzt würde ich jedem raten, wenn er sich einen anderen Impfstoff organisieren kann, dann nicht AstraZeneca. Mittlerweile gibt es ja die ersten Absichtserklärungen und aus meiner Sicht eine problematische Äußerung war die des Deutschen Ärztetages, das Recht auf die schulische Bildung an die Impfbereitschaft zu koppeln, also ein Grundrecht, nämlich das Recht unserer Kinder auf Bildung vom Impfstatus abhängig zu machen. Wie siehst du das? Ja, das ist so eine Art indirekter Impfzwang letztlich, so kann man es auch bezeichnen. Wir haben ja schon Paradebeispiele ohnehin mit Hepatitis B-Impfung und Masernimpfung. Da gibt es auch also jetzt Kindergärten, wo es ohne diese Impfungen, also Masernimpfung zum Beispiel, nicht mehr geht. Am Universitätsklinikum Tübingen darf man nicht arbeiten, wenn man nicht geimpft ist gegen Masern und gegen Hepatitis B. Wir sollten und müssen alte Menschen impfen, dann ist Covid-19 kein Problem mehr. Ich hätte kein Problem damit, wenn sich Junge anstecken, wenn sie nicht dann sofort ihre Großeltern, die vielleicht noch ungeimpft sind, anstecken. Das ist das eigentliche Problem, aber Covid-19 bei Jungen ist kein Problem.